Ja, Mittwoch haben wir einen wunderschönen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mithörner, Mithörnerinnen. Und Mittwoch heißt bei uns, das ist der Schultag. Das heißt, jeden Mittwoch besuchen wir eine Schule in ganz Österreich. Und ich freue mich sehr, heute hier in Wiener Neustadt zu sein, in der Hack und in der Hasch. Das ist für mich leider Gottes nie ausgegangen, aber zumindest kann ich heute mit den jungen Damen und Herren hier gemeinsam turnen. Und ich würde sagen, wir starten gleich hinein mit der ersten Übung. Das heißt, wir gehen einmal in die leichte Grätsche, machen uns groß und beginnen einmal ganz locker von rechts nach links einfach nur zu pendeln. Und jetzt sind wir hier heute live und was ich zum Beispiel nicht habe, man hat mir keine Uhr hingestellt. Ich würde bitte eine Uhr brauchen, liebe Regie. Ja, das war nicht schlecht, weil sonst weiß ich nicht, wie lange wir die Übungen machen. So, pendeln wir ein von rechts nach links, einmal ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen. Atmung fließen lassen. Und jetzt schön langsam, nehmen wir die Arme mit. Das heißt, wir gehen von rechts nach links. Ja. Sehr gut, und da kann man dabei zum Beispiel auch ein bisschen in die Knie gehen, das Ganze etwas dynamischer gestalten. Ja, sehr gut. So, und jetzt gehen wir mit den Armen nach oben, Körper Mitte. Da. Körper Mitte. Sehr gut, schwungvoll geht's hinein. Noch einmal in die Regie, bitte, ich brauche eine Uhr. Da stellt man die Hände so weit weg, dass ich es nicht sehe. So, zack, und jetzt gehen wir oben, ja, oberhalb. Schauen wir da rechts, links. Atmung fließen lassen. Jawohl, super. Überkopfbewegungen, die wir gemeinsam machen. Und wieder Körpermitte. Jawohl. Geht's euch gut? Ja. Ja, das gefällt mir, so soll es sein. Und jetzt nochmal nach unten. Und gehen wir. Richtig, ich gehe schon tiefer. Zack. Damit wir gescheit aufgewärmt sind. Sehr gut. So, nächster Schritt. Wir gehen gleich in der Bewegung weiter. Wie wir skaten, wie wir steigen nach hinten. Ja, gleich in der Dynamik. Dankeschön, Herr Direktor. Kann man nicht zeigen, hat man Uhr hergestellt. Steigen nach hinten. Schwungvoll versuchen wir rechts oder rechts, links, rechts, links, rechts, links. Und jetzt können wir versuchen, immer. Jawohl, da hatte ich schon ein bisschen mehr Power, so soll es sein. Wir starten gemeinsam mit der Hack und Hasch wieder Neustadt in den Tag hinein. Ja, das ist richtig fein. Oh yeah. Jawohl, genau, super. Und da bleiben wir schon dran. Geht schon, komm, jawohl. Ja, im Takt versuchen dran zu bleiben, wenn es geht. Was ist jetzt da? Mit der Uhr? Bitte, stößt mir die Uhr hin, danke, wäre super, danke. Und wieder, geht schon, komm, und wir haben. Na ja, bleiben wir noch dran. Geht's noch? Ja, geht's noch? Ja, okay. Jawohl. Und noch vier. 3, 2 und 1. Super, sehr gut. Ich glaube, jetzt sind wir aufgewärmt, oder? So, nächste Übung, Handgelenksmobilisation. Das heißt, wir versuchen, einen Achter mit unseren Fingerspitzen zu zeichnen. Optimale Übung, wenn man viel sitzt, zum Beispiel so wie ihr. Ja. Handgelenksmobilisation, auch für alle Damen zu Hause, Damen und Herren. So. In die eine Richtung den Achter zu machen, ein bisschen was zum Durchatmen. Da sind wir. Grüß Gott, guten Morgen. Bitte, das sind nur die ersten Klassen, habe ich mir sagen lassen. So, dann einmal die Richtung zu wechseln. Versucht einmal die Richtung zu wechseln. Ist oft gar nicht so einfach.
Richtung, wo sind wir, Eda? Dankeschön. Ja. Sehr gut. So, jetzt stellen wir unsere Ellbogen auf und versuchen hier einen vor uns liegenden Achter zu zeichnen. Ellbogen aufstellen. Und ihr werdet lachen, bei dieser Übung sind zum Beispiel auch schon Beachvolleyball-Profis gescheitert. Doppler Horst damals vor allem. Wie gesagt, wir stoppen einmal, wir stoppen und wir gehen in die andere Richtung. Ja. Dinge, die einfach sehr locker ausschauen, können schon manchmal interessant sein. Und da schwingen wir schon durch. Und dann stoppen wir einmal, gehen in die andere Richtung. Gescheit mobilisieren nennt man das. Wir setzen alle unser Lächeln auf, auch zu Hause. So, und jetzt werden wir größer, wir nehmen gestreckte Arme und richtig schöne, große Achter. Und da können wir ein bisschen an dem Körper so mitschwingen. So, genau, ja, mehr Dynamik. Guten Morgen. Auf geht's, gehen wir, komm. Und schwungvoll geht's hinein. Zack, jetzt stoppen wir mal, stoppen. Und versuchen, die Richtung zu wechseln. Jawohl, sehr gut, Richtungswechsel. Ja. Tut ein bisschen schwer mit der Richtung, oder? Okay. Sehr gut. So, wir lockern aus. Wir legen unsere Handflächen jetzt aus und den Oberschenkel ab. Achtung, und zwar, machen wir Folgendes. Fingerspitzen gehen Richtung Schulter. Ellbogen gehen nach oben. Jetzt gehen wir in die Streckung und drehen die Handflächen nach oben aus. Kommen wieder zurück Richtung Schulter. Ellbogen gehen nach unten und wir legen an. Ja, das heißt, 1, 2, 3, 4, 5. Jawohl, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Jawohl, zack. Da oben bin ich gespannt am Rhythmus. Ah, ich werde schnell. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habe ich fast was auslassen, ja? Nach oben, zack, Ellbogen nach unten. Und wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und schneller. 4, 5, 6, Entschuldigung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, noch 3, 2, ja, und der letzte, 1, super Wordgläser, aber ist gar nicht immer so easy, gell, dass man den Rhythmus weiter behält. Super, gut, gehen wir es an. Nächste Übung, und zwar Seitheben, Kräftigung, Schulter, Nackenmuskulatur, wir gehen in die Ausgangsposition, leichte Grätsche. Der Nabel zieht nach innen, wir schauen, dass wir gescheite Körperspannung haben. Ja? Und jetzt stellen wir uns vor, wir haben hier Gewichte in der Hand und ziehen diese nach oben. Das heißt, aufpassen bitte, nicht die Schultern da nach oben ziehen, sondern wirklich ziehen da nach oben. Und wenn ich jetzt versuche, meine Oberschenkel anzuspannen, Bauchspannung zu haben, die Oberarme anspanne, wird es intensiver. Jetzt kann ich so stehen. Oder ich arbeite wirklich gegen einen Widerstand. Ja, genau, so, ja, genau. Super, und da spürt man dann schon den Unterschied. Nicht nur hier in der Hack- und Haarschwiener Neustadt, sondern auch zu Hause beim Mitturnen. Und nach oben. Jawohl, geht schon, komm. Ziehen wir nach oben. Da sind wir, genau. Aufpassen, Schultern ziehen nicht nach oben, sondern genau. Und jeder macht es in seiner Geschwindigkeit, in seiner Bewegungsgröße. Es geht hier nicht ums Tempo, es geht darum, ja, um die Qualität. Da sind wir. Zieh nach oben. Ja, spürt man schon ein bisschen, gell? Glaubt man gar nicht, auch wenn kein Gewicht drauf ist. Wie gesagt, versucht aber wirklich gegen den Widerstand zu arbeiten. Spannt sie mit den Oberschenkeln an, spannt sie im Bauch an. Ja, dann wird es schon interessanter. Super, nach oben. Und da bleiben wir noch dran. Da haben wir noch. 10, 9, ich höre euch nicht. 8, 7, lauter. 6, jawohl. 5, 4, 3, 2, 1.
Jawohl, sehr gut. Kurz einmal auslockern, durchatmen. Nächste Übung, ein Klassiker, Superman Air. Da gibt es auch wieder drei Varianten, Einsteiger, fortgeschrittene Profis. Wir gehen in die leichte Grätsche, Beine leicht abgewinkelt, Oberkörper leicht nach vorne geneigt, Nabel zieht nach innen und jetzt wandert ein Arm nach vorne und der andere nach hinten. Und da kann ich mir auch vorstellen, ich arbeite hier gegen einen Widerstand. Oberarme angespannt, jawohl. Ja, Einsteiger-Variante. Dann fortgeschrittene, wir versuchen es einbeinig, ein Bein gut verwurzeln. Ja. Und jetzt versuche ich das Ganze einbeinig zu machen. Genau, vor, zurück. Und dann haben wir die Profi-Variante, das heißt linkes Knie, rechte Handfläche. Und jetzt gehe ich da in die Streckung. Ja. Geht da in die Streckung, sehr gut. Gehe da nach hinten, mache mich lang, Körperspannung ist da. Zack, lang machen. Kann natürlich dazwischen dann noch einmal das Bein, das Standbein wechseln, aber immer gut verwurzeln, ist ganz wichtig. Dann geh nach oben, geh nach hinten, zack und mach mich lang. Und jetzt kann ich variieren. Ja, ich mache pro Bein eine Wiederholung oder ich mache 2, 3, 4 oder 5 oder mehr. Ich mache es bitte weiter, ich zeige es nochmal seitlich her. Also linkes Knie, rechte Hand. Und jetzt gehe nach hinten, mach mich lang. Ist nur für unsere Zuseher zu Hause. Lang machen. Das ist die Bewegung. Ja, ja, na, jetzt gehst du nach hinten schon. Ja. Geh mal linkes Knie, rechte Hand. Ja. Machen wir so. Und jetzt gehst du mit der Hand nach hinten. Mit der anderen, na, mit der anderen. Mit der gehst du nach hinten. Genau, mit der gehst du nach hinten. Jawohl, jetzt bist du richtig. Genau. Auf das schauen wir. Und dann kann ich wieder wechseln. Immer darauf achten. Oftmals schon gesehen, bin ich so und auf einmal, es soll dann wirklich das rechte Knie in diesem Fall, linke Hand nach hinten gehen. Ja. Und dann können wir nochmal wechseln, wenn wir wollen. Hopsi. Oder wir machen es einfach nur in der Einsteiger-Variante und da kann ich mir gerne Hanteln oder irgendwas nehmen für die Übung. So, wir richten uns auf, schütteln kurz aus. Cat and Cow, durchmobilisieren der Wirbelsäule, gehen gleich in die Knie, stützen es mit unseren Händen ab. Und jetzt gehen wir praktisch Wirbel für Wirbel nach oben, bis wir so den Katzenbuckel haben. Und dann wieder zurück. Ja, genau, wie bei der Kur. Oh, wieder nach oben. Jeder für sich durchmobilisieren. Gute Übung, ja. Wirbel für Wirbel. Schaut lustig aus, oder? Ja. Aber das braucht man. Mobilisation ist wichtig. Durchmobilisieren. Da gibt's, da lacht er. Ja, geht schon. Komm, bin müde ein bisschen. Nummer 9. Durchmobilisieren. Okay, und wir kommen schon langsam nach oben. So, nächster Schritt, mobilisieren der Hüftrotatoren. Aufrechte Körperhaltung, Fingerspitzen zeigen nach unten. Und jetzt mit der Innenseite versuchen wir hier ja, zu berühren. Unsere Fingerspitzen ziehen nach oben. Wenn es nur so geht, ist okay. Schauen, wie gut es geht, wie weit komme ich nach oben. Wie lange haben wir noch, liebe Regie? Geschätzt? Passt, perfekt, danke. 6:30, okay, boom, da müssen wir out sein. Jawohl, zack, ziehen nach oben. Ja. Übung Nummer 1, das ist eine Zusammensetzung. Jetzt versuchen wir eins, einmal nur anzufersen. Rechts, links, rechts, links und versuchen wir nochmal. Jawohl. Ja, genau. Das gefällt mir, da ist Schwung, da ist Dynamik drinnen. Achtung, nächster Schritt. Und zwar linke Ferse, rechte Fingerspitze und umgekehrt. Versuchen wir hier zu berühren. Ja. So, und jetzt kommt eine Zusammensetzung aus beiden. Das heißt, wir haben vorne 1, 2, dann hinten 3, 4 und wieder 1, 2, 3, 4 und dann kann ich natürlich da Schwung aufnehmen, das Ganze dynamischer machen, wenn ich möchte. Hinten, super.
vorne, hinten, jawohl, zack, und wieder, eins, zwei, drei, vier, und wieder, eins, zwei, drei, vier, und gehen wir, eins, zwei, drei, vier, und einmal geht's noch, eins, zwei, drei, vier, sehr gut, so, wir lockern aus. Nächste Übung, Kniehub vor, Kniehubseite, Kniehub rück. Dazu ein Bein gut verwurzeln, ich nehme das rechte, schaue sie gut stehen, jetzt löse ich aus, hebe das Knie an, Kniehub, ja, vor, gehe in die Streckung, Kniehub zur Seite, Kniehub rück, ja, wieder Kniehub vor, Kniehub zur Seite, Kniehub rück. Wer möchte, kann auch schon gern sein Standbein wechseln. Vor, hoppala, Seite, rück. Einen machen wir noch, Kniehub, vor, Kniehub, Seite, Kniehub, rück. Ja. Lockern kurz aus, wechseln unser Standbein. So, und auch da wieder, Einsteiger, fortgeschrittene Profis, zieh das Knie nach oben, jetzt gehe in die Streckung. Ja, Seite und wieder rück. Und wir versuchen das Ganze mit einem Lächeln. Vor, Seite. Ja, lachen geht auch. Rück. Und geht schon, komm. Drei machen wir noch. Zah. Noch zwei. Und der letzte, eins. Zack, rechts. Ja. Du hinter mir bist, wie der Bruce Lee hörst. Zack, ja. Wie der Karate-Gut. So, eine haben wir noch, und zwar Kniebeuge in Kombination mit Bauch. Das heißt, leichte Grätsche. Ja. Jetzt gehen wir mit dem Gesäß nach unten. Einsteiger, fortgeschrittene Profi, so gut es geht. Nabel zieht nach innen, wir schieben übers Gesäß nach oben und dann versuchen wir eins, zwei, okay? Jeder für sich. Geht schon, komm. Gehen wir nach unten. Jawohl. Bleiben wir noch dran. Jawohl, sehr gut. Damit die Oberschenkel heute richtig brennen, machen wir die Übung gemeinsam. Eins, zwei und wieder. Zack, nach unten. Ja. Und das haben wir jetzt noch. 1,5 Minuten. Halten wir das durch? Ja. Ja, das geht schon. Zack, nach unten und geht schon, komm. Da bleiben wir dran, jawohl, nach unten gehen. Sehr gut, auch zu Hause. Und nach unten. Ihr seid super, gehen wir, komm. Hopp. Und wieder. Zack. So, wie viel haben wir noch, liebe Regie? Und geht schon, komm. Achtung, und stoppen wir ganz kurz. Und jetzt machen wir 10 gemeinsam, ja? Bereit? Okay. 10. 9. Ich höre euch nicht. Acht. Jawohl. 7. 6. Lauter. 5. Jawohl. 4. Achtung, eins, wir gehen nach unten, wir gehen nach unten und halten die Position. 10, 9, ich höre euch nicht. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super, jawohl, stark, ja. So, Achtung. Dehnen Zeh, wir stellen das Bein hintereinander und jetzt in der Verlängerung versuchen wir, dass wir da den Hüftknick haben, dass es hier die komplette Dehnung gibt. Atmung fließen lassen. Atmung fließt. Lasst euch einfach Zeit. Atmung fließen lassen, ein bisschen runterkommen. Was ist das so lustig? So, jetzt anderes Bein, ja, schauen Sie, meinen Hüftknick haben, ziehen da rein, es ist gar nicht so easy.
Ja, aber gut dehnen ist wichtig. Halten die Position. Halten. Und wir kommen zur Mitte. Jetzt meine Frage an euch zu Hause, wie geht's euch? Geht's euch gut? Ja? Wie geht's euch? Geht's euch gut? Ja, das ist ein Power, oder? Ja? Dann sage ich Dankeschön, dass ich heute bei euch sein durfte. Dankeschön fürs Mitmachen. Euch noch einen wunderschönen Tag. Morgen Donnerstag, der Klassiker, der Sesseltag. Ja, und wie immer heißt es natürlich bei uns, trinken, trinken, trinken. Die Zelle, die muss schwimmen. Hier, danke. Woo! Yeah.